gemacht. Aber es sind verdächtig viele Kreuze, das muss man einfach mal sagen, Alter. Nein, wir haben ihn gleich. Komm. Ja, ja, ja. Nein, wir haben ihn. Er leckt, oder? Ja. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Revi, wir werden so bestraft. Hat er der vorhin? John Pato ist am Spawn hier. Hilfe. Digga, er schaut mich an, er verfolgt mich. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Frohe Weihnachten an der Stelle erstmal, Leute. Richtig. Ich bin heute nicht allein, ich habe Tobi mit dabei. Tobi, was geht? Moin, das geht euch. Alter, schön, dass du in deiner Kirche da auch nochmal rumgeschrien hast und mit deinem übersteuerten Mikrofon hier nochmal richtig Lärm machst, Alter. An der Stelle muss ich dich dann nochmal ganz kurz ein bisschen leiser machen, Tobi. Leute, Stichwort Kirche, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Wir gehen heute auf den offiziellen Minecraft-Servers des Vatikans. Und das ist kein Joke, meine Freunde, der Vatikan hat einfach Real Talk einen Minecraft-Server. Und ich würde sagen, wir schauen uns den heute einfach mal an. Hier ist die IP, ihr seht das, Tobi. Ich würde sagen, wir connecten mal drauf. Wir waren ja schon mal auf dem ältesten Minecraft-Server der Welt und, hey, hey! Hey, hey! Ich bin da. Bist du auch da? Ich bin da. Wo bist du? Ich glaube, wir haben... Warte, warte, du bist hier unten, Oh mein, alles, okay, man. Warte mal, wir dürfen jetzt hier nichts Falsches machen. Schlagen darf man hier you nicht. You can't enjoy defenseless players. Also man kann sich auf jeden Fall schon mal nicht kaputt hauen gegenseitig. Komm, wir springen mal hier runter, obwohl da auch steht, Slash Type Spawn. Actually, vielleicht sollten wir... Ist das der Peters? Das ist der Petersdom. Was? Das ist der... Jemand hat wirklich... Okay, also Leute, das ist jetzt kein Scam. Dieser Server ist aufgesetzt worden von einer Person, die gesagt hat, ich bin Priester und ich hätte gerne einen Minecraft-Server. Und hat tatsächlich mit dem Vatikan gemeinsam diesen Christian-Minecraft-Server online gebracht. Jetzt ist natürlich so, dass das Internet sowas natürlich gerne als gefundenes Fressen sieht und gerne zergrieft. Deshalb ist das jetzt hier der Public Server. Es gibt allerdings noch einen privaten Server. Dafür müsst ihr mich mal whitelisten lassen. Können wir gerne mal versuchen. Ich glaube aber nicht, dass ich die Bibel so weit auswendig kenne, dass ich hier einen Platz auf dem Server bekomme. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz leicht spawnen und gucken mal, wo wir landen. Alles klar, wir landen in Jesus persönlichem Blut. Genau. Das hier ist also der Spawn. Welcome to the Digital Jesuit Minecraft Server. Also ihr seht schon, meine Freunde, der digitale Jesuiten Minecraft Server. Was haben wir denn hier? Four Rules, Slash Rules. Okay, wir machen mal ganz was Rules und schauen mal ganz, was es hier gibt. Also, be respectful to everyone, no exceptions. Please don't hack, cheat, exploit or abuse bugs. Do not provocate. Provocate, okay, alles klar, bin ich raus. Do not build swastikas, upside down, crosses, etc. Tobi, wenn du ein Kreuz baust, was hier verkehrt rum ist, dann wirst du gebannt, okay? Tobi? Komm, wir gehen mal hier rum. Wir gehen mal ganz okay, ein bisschen rum. Okay, aber wo ist denn hier der Pfarrer oder so? Oder ja, ich weiß muss sagen, nicht, Alter. Damals, wo ich Ministrant war, da hatte ich auch so einen Server. Okay. Nee, ich war kein Ministrant. Wir schauen einfach mal, was hier so am Spawn gebaut worden ist, okay? Ich meine, hier irgendwo muss es ja... Okay, hier ist jetzt eine PvP-Area, nehme ich an? Nee. Ah ja, okay. Also es ist auch ein amerikanischer Server, der ist wohl in den USA gehostet natürlich, ganz klar. Ich würde gerne mir die Stadt angucken, also ich würde gerne einfach sehen, wo hier wer baut und warte, wie es hier überhaupt aussieht. Wir können auch PvP einfach machen, auf christlicher Basis. Auf christlicher Ehrenbruder-Basis? Geil! Okay, ich habe Request sent zu Douglas Job, / TPA. Oh Gott, ich bin hier im Nether. Der ist aber nicht Jesuit. Ich habe es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er mich annimmt. Oh oh, Revi, das werden die Leute hier sehen. Glaubst du, der Papst spielt hier auch? Oh nein. Digga! Ey! Hat der gekillt? Ja, der hat mich getötet. Okay, lass uns mal zu John Pato gehen. War das schlecht? Wieso hat er mich getötet? Er hat mich einfach umgebracht. Ich habe nichts gemacht. Glaubst du, der Papst spielt hier auch? Sympathisch. Jesus will get you. Keine Angst, der wird schon bestraft. Okay, alles klar. Also, das Ding ist, Leute, no speak English, sorry. Ah ja, okay. I Brazil. Achso, das ist ein Brasilianer, okay. Oh, ich bin hier bei der Stadt. Warte, ich tippe bei John Pato. Warte, mach zu mir TPA, ich nehme einfach an. Hab ich gemacht, okay. Das Ding ist, Leute, der Server ist jetzt schon mehrfach gegrieft worden. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum. Der ein oder andere Spieler fand es halt lustig, hier Hakenkreuze, Penisse und umgedrehte Kreuze zu bauen. Und das hat natürlich dem Vatikanstaat nicht gefallen. Deshalb ist hier, glaube ich, jede Woche eine neue Map drauf. Bis dato allerdings relativ entspannt. Peace Village. Das hier ist das Peace Village, okay. Sieht auch sehr bequem aus hier drin. Okay, dann schauen wir mal ganz, was hier... Okay, kann man nicht ich hab... klauen? Nein, man kann... Aber warte mal, wir können hier andere Sachen klauen. Hat er hier irgendwo ein Jesuskreuz aufgebaut? Hier, vielleicht können wir hier bei seinen Kisten... Ja, wir können was aus seinen Kisten nehmen. Warte, ich lenke ihn ab, ich tanze hier vor. Hallo, ich mache Jesuitentanz. Hallo, Jon. Sollen wir ihn umbringen oder nicht? Ich habe ein Schwert, Alter. Hast du echt? Hat der nicht Eisen irgendwo? Guck mal, ich glaube, er hat einen Schlaganfall gerade. der hat auch nur noch 14 Herzen. Wenn wir zusammen mit dem Schwert drauf Digga, gucken. Digga, aber der hat es extra hier eingeladen. Komm, ja. Warte, wir schlafen jetzt mal kurz für Home. Aber wir könnten doch zusammen mit dem Schwert, könnten wir ihn doch einfach klatschen. Okay, Mom, ich nehme mal kurz Hälfte der Kekse von ihm.
Ach man, der Arme. Guck mal, der ist gerade zu Hause, Weihnachten vorbei, weißt du? Heute darf er endlich mal wieder spielen, weil an den Feiertagen wenig gespielt. Also wer das sagst du, das wäre jetzt nicht das Richtige, den umzubringen? Noch nicht. Es ist ein christlicher Minecraft-Server. Wir machen so eine Art Kreuzzug. Hier, nimm das. Warte mal, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Oh, der hat ein Diamantschwert. Aber warte mal, wenn wir ihn, wir können ihn auch in eine Falle locken, dass wir hier irgendein Loch buddeln und da schubsen wir ihn rein. Dann hätten wir ihn nicht getötet, dann ist er reingefallen. Oh, er hat schon geschaut. Und er kann seine Sache auch dann wieder nehmen, wenn er in ein Loch fällt, ja? Guck mal hier vorne, er hat eine Kakaoplantage hier vorne. Was ist das für ein Erdklotz hier eigentlich? Cookies hat er geschrieben. Yes. Cookies? Fuck, ich kann den nicht umbringen, Alter. Der ist zu freundlich, Tobi. Gib ihm jetzt mein Buch, mein Regelbuch. Man muss hier nur mit Friede handeln. Ich habe ihm Kekse geklaut. Oh, hier sollen wir ihm anpflanzen? Tobi, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die richtige Richtung hier geht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich diesen Server besucht habe, Leute, waren hier überall Satansterne und gebaute Hakenkreuze. Irgendwie. Komm, wir gehen mal zu Sasahito Handa, okay? Sasahito_Handa. Warte, hier ist noch was. Sieht aus wie die Höhle, wo Jesus wieder auferstanden ist. No Tobi, joke. Ich weiß nicht. No joke. Das ist die. Warte, ich räume den Stein hier weg. Guck. Tada, wiederbelebt. Oh, da ist auch noch. Alter, hier ist noch eine Stein. Alter, oh, da ist ein riesiges Kreuz. Guck mal. Oh mein Gott. Okay. Okay, Remi, hier sind wir zu Hause. Give back my cookies, schreibt er. I have no. Tschüss. Der verfolgt. Digga, auf einmal steht er gleich so am Kreuz. So, hier, bei der wieder so ein brennenden Kreuz einfach, Junge. Okay, die Gebäude sind nicht geclaimed. Digga, okay, alles klar. Perfekt. Warte mal, angenommen, man hat ein Feuerzeug, ne, wenn es sowas gibt hier. Ey, warte mal. Du hast mich angegriffen. Ah, nein, verdammt. Was ist passiert? Der hat hier alles geclaimed. Okay, nevermind. Alter, hier ist eine Map. Hier sehen wir, wo was ist. Okay, alles klar. Und was ist hier so? Ich weiß nicht. Also es ist schon groß eigentlich hier, ne? Das ist, glaube ich, alles brasilianisch hier. Das ist alles portugiesisch und ich spreche kein Portugiesisch. Ja. Stell dir vor, ich krieg vom Papst morgen eine Mail, dass ich auf seinem Server gegrieft habe. Die haben hier wirklich eine Kirche gebaut, Alter. Guck mal. Was? Okay, warte, Gottesdienst. 3, 2, 1. Okay. Ja, du. Da ist die Hostie. Also, du kannst jetzt... Ach so. Hier sind überall Kreuze gebaut. Die meinen das wirklich ernst. Wir bauen die jetzt alle andersrum. Wir brauchen irgendwo Materials. Wir bauen alle Kreuze um. Alter, das ist so dreist, was ihr macht. Nee, das können wir nicht machen. Guck mal, das sind hier. Die haben überall so eine Jesushöhle. Ich will mich jetzt hier nicht über Gläubige lustig machen. Ich finde das sehr schön, dass es so einen Server gibt. Aber ich frage mich halt, wo ist das, was ich vor einer Woche hier gesehen habe, Alter? Also vor einer Woche war hier alles kaputt. Ja, safe. Die haben daraus gelernt. Guck mal. Also ich meine, die haben nichts protected, aber... Digga, wir haben von ihm einen Keks geklaut und der verfolgt uns jetzt. Scheiße, Mann. Es musste hier irgendwo... Guck mal, ich meine, so eine Person... Ich meine, was ist denn, wenn wir den jetzt umbringen würden? Also, just... Ja, wir machen. Wir haben uns jetzt bloß distanziert. Wir distanzieren uns jetzt erstmal und dann schauen wir mal. Ist das hier... Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gruselig hier ist. Alter, das ist ja wirklich... Tombs of the Lost Mage. Ich weiß nicht. Auch alles auf Portugiesisch hier. Alter, Unge, kannst du mal... Es ist so gruselig hier, ich will hier eigentlich nicht sein. Unge, kannst du vielleicht kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ich brauche Simon Unge kurz als Übersetzer, der weiß doch, wie man Portugiesisch spricht. Oh, hier, warte mal. Damn, hier waren Alter. Schon die Klon... Die Klonkrieger. Ich wollte gar nicht... Hier waren schon Griefer. Oh, John Pato will zu mir, er macht TP. Nein. Nein, warte. Wir machen eine Falle. Accept. Warte, wir bauen uns eine Falle. Wir haben doch kein Lava. Ich lass mich in den Raum TP'en und wir stoßen ihn dann runter. Wir brauchen kein Lava, wir bauen einfach ein tiefes Loch, weißt du was? Okay. Grab runter, schnell. Ja, ich hab keine Chance. Okay. Remi, er verfolgt mich. Wir können das hier einfach mit einem armen Christian, einen Christian Boy, können wir das jetzt trappen? Wir machen es. Wir müssen für Jesus oder so. Wir werden so bestraft dafür. Wir werden sowas von Jesus. Zünden wir die drei hier an? Server gebannt, okay. Mach doch ein Loch in die Wand, dann kannst du ihn dann durchs Loch hauen. Oh nein, jetzt kommt der Douglas Diop, hat auch gemacht. Okay, nimm ihn an. Die kommen beide, die wollen beide zu. Nein, nimm nur den einen an. Mach, schlag! Bau ab! Komm! Nein, wir haben ihn gleich! Komm! Nein, wir haben ihn! Er leckt, oder? Ja! Wir haben ihn! Oh mein Gott, Revi, wir werden so bestraft. Revi, es klingelt an der Haustür. Schnell looten! Okay, komm, wir laufen! Wir laufen! Der kann Bock weg machen! Ich hab alles! Okay, lauf! Wohin laufen? Wohin laufen? Hier vorne! Oh mein Gott! Okay. Warum haben wir das getan? Der hat uns nichts getan. Warte, wir können jetzt nicht. Wollen wir den anderen auch noch, der zu mir wollte? Doch, Revi, das machen wir. Komm, nächste Kampferin. Warte, hast du eine volle Rüstung? Hast du eine vollständige Rüstung jetzt? Gib mir deine Hose. Okay. Deine Hose noch? Okay, nice. Jetzt könnten wir theoretisch, angenommen, man baut jetzt die Kreuze ein bisschen um. Nee, das wäre. Ich geh auf Vollends. Okay. Okay, warte, Nascadia. Moment, wer ist das? Warte, wir können auf die Himmelsplattform da hoch. Guck mal.
jetzt sind wir gerade nur dabei, hier zu griefen. Wir griefen nicht, wir haben noch nichts kaputt gemacht. Aber hier sind verdächtig viele Kreuze, das muss man einfach mal sagen, Alter. Digga, es ist so gruselig hier, ne? Stell dir vor, du gehst auf Minecraft-Server, stehst du auf, gehst aus deinem Haus raus. Und gehst du erstmal. Da hinten ist auch halt auf dem. Ja, also die meinen das hier. Also, Leute, das ist halt wirklich kein Scam. Ich meine, Alter, das ist wirklich. Das ist halt wirklich ein Server. Nein, doch. Oh. Warte, Tobi, hier. Wir brauchen Leitern. Nein, nein, wir brauchen keine Leitern, wir brauchen Wasser. Der kommt jetzt mitten in mich rein. Ja, ja. 3 zu 1. Ah! Was? Ich hab mich zu ihm teleportiert. Er tötet mich. TPA mich zu mir. TPA dich zu mir. Mach schnell, TPA. Nein, ich kann nicht. Ich bin tot. Hat er dir vor John dir? Pato ist am Spawn hier. Hilfe! Digga, er schaut mich an, er verfolgt mich. Junge, hier kann man nicht mal PvP machen. Rewe, komm, mach TPA zu mir, schnell. Ah, er hat mich gefunden. Komm zu mir. Also irgendwie, Leute, irgendwie ist es nicht ganz so Christian, wie ich dachte. Ich meine, die bringen uns einfach um. Wobei, Digga, ich meine, wir haben den halt getrappt. Das Ding ist halt, wenn man halt ehrlich ist, dann zählt das irgendwie auch irgendwo zur katholischen Kirche. Also das ist ja auch ein Teil. Nee, an sich echt ein schöner Server. Also ja. Kann ich wirklich nur empfehlen, Leute. Macht unheimlich viel Spaß hier. Bisschen gruselig. Allein das mit dem Petersdom hier. Ich glaube, wir werden gerade beleidigt. Also auf Christ. Obrigado heißt Dankeschön auf Portugiesisch. Das ist eine Beleidigung. Hier vorne ist ein umgedrehtes Kreuz. Ja, perfekt. Ich hab an der Stelle dann wohl mich zu früh gefreut und dachte, nein, so schlimm wird schon nicht sein. Aber ganz ehrlich, Leute, genauso schlimm ist es, denn hier vorne ist schon ein umgedrehtes Kreuz. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle hier raus. Haben uns auf jeden Fall schön mit den Mitgliedern hier auseinandersetzen können. Hier, wie gesagt, ein umgedrehtes Kreuz und ein paar Holzknöpfe am Boden. Maximal geiles Ding. Ich würde sagen, Leute, wir sind an der Stelle hier raus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.